dritte Liga bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Zum Rückrundenauftakt der dritten Liga trifft der FSV Zwickau mit Trainer Joe Enox auf den SV Meppen mit Coach Christian Neidhardt. Und sie haben ihre Sternschnuppen mitgebracht, nämlich die Topscorer Elias Huth und Dennis Undaff sind wieder mit von der Partie. Elias Huth kehrt nach Gelb-Rot-Sperre zurück. Es gab insgesamt 4 personelle Änderungen beim FSV, beim SV Meppen. 3 aufgrund einiger Verletzungen. Beginnt die 4. Minute, da ist Ronny König, ein Dauerbrenner der dritten Liga. Und der markiert vollkommen überraschend die Führung für die Schwäne, die mit den Abstiegsrängen flirten. Aber das wollen sie anscheinend gar nicht. Der Schiedsrichter Exner lässt hier weiterspielen. Entscheidet auch Vorteil und König nutzt die Situation. Zwickau macht genauso weiter, weil Meppen nicht so richtig ins Spiel kommt. Und da ist Morris Schröter mit der Riesengelegenheit für den Mann aus dem Golden State, Kalifornien. Joe Enox scheint an kalten Tagen, also die Sonne. Wir gehen die 45. Spielminute. Wieder ist da Morris Schröter, der Mann mit Überschallgeschwindigkeit. Und da ist das 2:0 für den FSV. Der ist ja wie von der Tarantel gestochen. 3 Jahre hat er nicht getroffen und in diesem Drittliga-Halbjahr direkt 4-mal. Der Ball wird noch abgefälscht von Yannick Ose. Das schmeckt Erik Domaschke nicht so richtig. Da muss in der zweiten Hälfte also mehr kommen von den Meppenern, aber es kommt was. Und zwar von Marcus Godinho, dem Kanadier. Der sieht für dieses Foul in der 54. Minute die gelb-rote Karte und es geht vollkommen in Ordnung. Meppen also in Überzahl. Der Kontakt gegen Kleinsorge ist da. Zwickau wechselte daraufhin defensiv. Unter anderem nahm Enox Elias Huth den 8-Tore-Mann aus dem Spiel. Auch Meppen wechselte 3-mal. Evseev zum Beispiel einer der 9 auf Marius Kleinsorge. Und es steht 1:2. Die Meppener sind wieder da. Und so eine kleine Info für zwischendurch. Immer wenn der Kleinsorge an dem Tor beteiligt war, hat der SV Meppen nicht verloren. Zwickau kam nur noch über Standards. Fabio Viteriti nochmal mit einer Möglichkeit. Spielerisch ging durch Wehkamp und König, die 2 Stoßstürmer, vorne nicht mehr viel. Kontermöglichkeiten mit Tempo waren rar gesät. Also das nochmal so eine kleine Annäherung von Zwickau. Und Meppen kam wiederum immer besser ins Spiel. Yannick Ose mit einer ganz artistischen Einlage. Er kam für Marco Comenda in die Innenverteidigung. Hätte hier beinahe ein Riesentor markiert. 4 Minuten sind noch auf der Uhr. Undaff auf Balmert. Und findet er jemanden? Ja, der findet jemanden. Da ist Willi Evseev. Und der Deutsch-Kasache markiert in letzter Sekunde das 2:2. Und das war letztlich auch der Endstand. Es wurde eine gerechte Punkteteilung kurz vor Weihnachten. 2:2. Ja, ich glaube, ein bisschen Ernüchterung ist noch da, weil ich glaube, man hätte sogar gewinnen können, weil wir am Ende schon die drückendere Mannschaft waren. Aber ich glaube, jetzt mit dem Punkt können wir auf jeden Fall leben. Ja, die gelb-rote Karte hat uns halt ein bisschen nicht das Genick gebrochen, aber da war es extrem schwer, weil Meppen ist ein spielstarker Gegner und wir mussten alles da reinhauen und dann kriegen wir halt den Ausgleich noch. Aber trotzdem denke ich, ja, den Punkt müssen wir mitnehmen. Momentan ist es eine schwierige Situation kurz vor Weihnachten. Zwickau nur mit einem Sieg in den letzten 8 Spielen. Aber der SV Meppen mit Mario Neumann, dem Co-Trainer und Ex-Zwickauer, und Dennis Undaff darf eigentlich feiern. Die Köpfe müssen sie nicht hängen lassen. Die Serie geht weiter. 9 Spiele in Folge ist der SV Meppen ungeschlagen. Alle Spiele der dritten Liga und vieles mehr live bei Magenta Sport.